Ich lebe in einer kleinen Stadt, die sich in einem Tal befindet. Drumherum in den Bergen gibt es noch einige kleinere Dörfer. Bei uns gehört das einfach dazu, dass sich Teenager und junge Erwachsene im Winter in den Bergen herumtreiben, um dort mit ihren Freunden etwas zu trinken und zu rauchen. Mein Onkel hat ein Haus in der Umgebung gekauft. Also beschloss ich irgendwann, mir den Schlüssel zu leihen, um mit meinen besten 5 Freunden ein Wochenende dort zu verbringen. Das Haus hatte 2 Schlafzimmer mit je 3 Betten sowie einige zusätzliche Matratzen. In der Nacht beschlossen wir, nach drin zu gehen, um etwas fernzusehen. Da sich im Wohnzimmer noch keine Sofas befanden, holten wir ein paar Matratzen aus den Schlafzimmern, um uns darauf zu setzen. Mein Freund Victor ging kurz nach draußen, um zu rauchen. Einige Minuten vergingen, als wir plötzlich ein Klopfen am Fenster hinter uns hörten. Wir erschraken, schauten uns um und sagten dann Dinge wie: "Oh, es ist sicher nur Victor." Doch da wir auf den Matratzen am Boden saßen, war es schwer, die Fenster einzusehen. Die Person am Fenster schien sich jedoch nicht zu bewegen und starrte die ganze Zeit über eines der Mädchen an. Ich stand auf, um nachzusehen. Dort stand ein Mann, der Victor sehr ähnlich sah. Jedoch war er etwas dicker und offensichtlich älter. Als ich verstand, dass es ein Fremder war, blieb ich wie versteinert stehen. Wir starrten einander an und ich sagte: "Das ist nicht Victor." Auch die anderen erschraken und warteten darauf, dass ich etwas tun würde. Alles, was mir einfiel, war zu fragen, was er wolle. Er stand einige Sekunden lang da und fragte dann: "Hier in der Nähe ist eine Bar. Ich soll dort mit meiner Band auftreten. Doch wir haben keinen Drummer. Kann vielleicht einer von euch Schlagzeug spielen?" Es war eine wirklich merkwürdige Frage. Ich antwortete: "Nein." Nachdem er uns noch einige Sekunden lang angestarrt hatte, ging er endlich. Victor kam wieder hinein und wir machten eine Weile lang Witze darüber, dass es sicher der Mann gewesen wäre. Später beschloss der Großteil der Gruppe, schlafen zu gehen. Sie legten sich alle in ein Bett und überließen so mir und einem anderen Mädchen das zweite Schlafzimmer, da sie zuvor gesehen hatten, wie wir uns küssten. Wir schliefen ein. Einige Stunden später wachte ich erschrocken auf. Das Mädchen zitterte und sagte, sie hätte etwas aus der Küche gehört. Ich sagte ihr, sie solle die Schlafzimmertür abschließen, während ich losging, um nachzusehen. Ich benahm mich wie derjenige, der in Horrorfilmen immer als Erster stirbt. Während ich am zweiten Schlafzimmer vorbeiging, überlegte ich kurz, ob ich noch jemanden wecken sollte. Doch alle schliefen tief und fest. Dann hörte ich ein Geräusch vom Küchenfenster. Schnell lief ich so leise wie möglich in die Küche und schnappte mir ein Messer, als ich auch schon die Tür vor mir öffnete. Es war derselbe Mann. Ich wusste, dass es kein Scherz war, denn Victor schlief. Wir starrten uns etwa 5 bis 10 Sekunden lang an. Doch es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Während er den Türknopf in einer Hand hielt, bewegte er die andere langsam unter sein Oberteil. Ich konnte mir denken, dass er dort sicher eine Waffe oder ein Messer hatte. Ich hob mein Messer und er hielt inne. Da die Küche nicht besonders groß war, standen wir nahe beieinander. Wir beide wussten, dass es böse enden würde, sollte er irgendetwas versuchen. Ich schüttelte also langsam meinen Kopf und sagte so ruhig wie möglich: "Nein." Er starrte mich noch eine Weile an, schloss dann endlich die Tür und ging. Ich ging zurück zu dem Mädchen und sagte ihr, dass alles gut sei. Wir gingen wieder ins Bett. Ich machte jedoch kein Auge zu. Am nächsten Morgen reisten wir früh ab. Später fragte ich meinen Onkel und meine Cousins, ob ihnen in dem Haus schon einmal etwas Merkwürdiges passiert sei. Sie antworteten, dass manchmal der alte Nachbar nachts vorbeikäme, wenn er getrunken hatte und seine Frau ihn nicht ins Haus ließ. Er schliefe dann meist im Schaukelstuhl, bis er wieder nüchtern sei. Meine Freunde fragten mich immer wieder, ob wir nicht ein weiteres Wochenende dort verbringen könnten. Doch ich lasse mir Ausreden einfallen. Ich möchte so etwas nie wieder erleben. Ich bin froh, dass ich ihnen niemals davon erzählen musste. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, wo ich meine Geschichte überhaupt erzählen soll. Doch ich denke, hier ist das angemessen. Vor kurzem bin ich in ein Wohnhaus gezogen und lebe nun im obersten Stockwerk. Mein Balkon befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes. Von dort aus kann ich Bäume, einige Häuser und die Straße sehen, die direkt hinter dem Gebäude verläuft. Ich hoffe, ihr versteht meine Erklärungen. Ich sitze oft nachts auf dem Balkon, entspanne mich und höre Musik. Abgesehen von den wenigen Lichtern der Straße und der Häuser, blicke ich in beinahe komplette Dunkelheit. Der Großteil der Straße wird durch Bäume verdeckt, doch an einigen Stellen kann man hindurchsehen. Mein Balkon ist ebenfalls nicht beleuchtet. Meistens ist die einzige richtige Lichtquelle mein Handybildschirm. An diesem Abend war es also etwa 22 Uhr. Ich saß da wie immer. Plötzlich bemerkte ich, dass sich auf der Straße jemand bewegte. Ich schaute hinunter und sah einen Mann, der rannte.
Er rannte schneller, als ich jemals einen Menschen hatte rennen sehen. Ich schaute ihm zu, als er in einer Straßenlaterne stoppte. Unter dem Licht konnte ich erkennen, dass es ein Mann war. Ich merkte, dass er zu mir hinaufschaute. Natürlich wurde ich etwas nervös und versuchte mich nicht zu bewegen. Ich redete mir ein, dass ich es mir eingebildet haben musste. Wie sollte er mich erkennen können? Mein Handy war aus und es war dunkel. Die Entfernung zur Straße war definitiv zu weit, um jemanden erkennen zu können. Ich saß da und hoffte, dass er schnell wieder verschwinden würde. Doch plötzlich winkte er mir zu. Jetzt wusste ich, dass er mich anschaute. Es war sehr unangenehm und ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich konnte auch nicht wieder hineingehen. Während ich da saß, wurde ich immer nervöser. Meine Gedanken gingen mit mir durch. Wollte der Typ etwa bei mir einbrechen? Irgendwie hatte ich auch einfach Angst davor, dass er wieder losrennen und einfach das Gebäude hinaufklettern könnte, um mich zu kriegen. Während ich ihn anstarrte und weiter winkte, wuchs meine Angst. Ich griff nach meinen Sachen, um hineinzugehen, doch plötzlich hörte er auf zu winken. Er streckte beide Arme aus und bewegte seinen Körper hin und her, indem er seine Knie beugte. Dabei bewegte er die Arme wie bei einem komischen Tanz. Ich war langsam wirklich verstört. Natürlich wollte ich einfach nur in meine Wohnung. Doch gleichermaßen übte er eine merkwürdige Faszination auf mich aus. Ich wollte wissen, was er als nächstes tun würde. Bald übermannte mich jedoch wieder das unangenehme Gefühl der Angst. Ich nahm meine Sachen und ging hinein. Neben dem Balkon meiner Wohnung lag ein Fenster, von dem aus sich die Straße einsehen ließ. Ich schaute hinaus, während ich mich hinter einer Wand versteckte. Ich sah dem Mann einige Zeit zu, wie er sich weiter hin und her bewegte. Dann rannte er wieder davon. Als nächstes überprüfte ich, ob meine Tür auch wirklich abgeschlossen war. Danach ging ich ins Schlafzimmer und verschloss auch diese Tür. Auch mein Schlafzimmerfenster liegt auf der Rückseite der Straße. Also warf ich einen letzten Blick nach unten. Er war nicht mehr da. Ich zog die Vorhänge zu. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. Ich hatte ein wirklich ungutes Gefühl. Das Ganze ist einige Nächte her und ich habe den Mann seitdem nicht mehr wiedergesehen. Noch immer sitze ich am Abend auf dem Balkon. Doch ich werde schnell paranoid und gehe daher meist früher als geplant wieder hinein. Ich weiß einfach nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. Ich weiß nicht, wer oder was der Typ war. Doch immer wenn ich an diese Nacht denke, bekomme ich Angst und das unangenehme Gefühl kommt zurück. Es ist, als würde ich den Moment noch einmal durchleben. Hinzu kommt, dass ich auch am Tag immer wieder das Gefühl habe, beobachtet zu werden. Ich hoffe sehr, dass das Gefühl bald verschwindet und ich den Mann nie wiedersehen muss.